Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5 im Feuersturm. Ja, der Battle Royale Modus hat mich ein bisschen gepackt. Ist ein interessantes Feeling hier auf jeden Fall. Problem ist, ich bin ein übernervöser Typ in Battle Royale und ich habe gerade schon zwei Runden gespielt, wo ich direkt am Anfang auch wieder erschossen wurde, weil ich, weiß ich nicht, meine Taktik ist einfach scheiße. Eventuell könnt ihr mal ein paar Tipps geben, wie wir da ein bisschen mit der Taktik arbeiten können. Was ihr für Taktiken habt und einfach mal so ein paar Tipps geben. Was ist das für ein Ding? Was ist das denn, Alter? Was macht der denn damit? Da ist ein Schuss drin. Also wenn ich die Waffe finde, ich wahrscheinlich. So eine tolle. Was ist das denn für ein Scheiß auf? Okay. Die Runde startet. Ich werde einfach versuchen, lange zu überleben und Kills zu machen. Will aber natürlich auch gerne was schaffen, ne? Aber ich kann nicht versprechen, dass es immer gute Runden werden, logisch. Aber ich versuche, irgendwelche Taktiken zu entwickeln, von euch abzugucken, wenn sie in die Kommentare geschrieben werden. Und, bin mal ganz neu. Ich werde direkt jetzt erstmal Gummi geben und sofort aussteigen. Wo sind wir denn hier? Mit den ganzen anderen. Und in der nächsten Runde werde ich mal wieder ganz bis zum Ende fliegen, wenn wirklich ganz wenig im Flieger sind, ne? Wir können schnell runter, da ist ja schon eine Ortschaft. Und Zeppelin! So, gut. Dann habe ich natürlich auch vor, im Team zu spielen. Ich brauche dafür natürlich ein ordentliches Squad. Was mich trägt, unterstützt. Ne? Denn Team ist auch mal geil. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Ich will erstmal hier, wäre kein Anbieten, mit mir im Team zu spielen. Und der muss die ganze Zeit nur auf mich aufpassen. So wie jetzt zum Beispiel. So, dann gehen wir direkt mal auf Konfrontationskurs. Eingesammelt für die Kacke. So. Das ist schon fast dauernde Lümmel. Na, der heilt sich jetzt erstmal durch. Warum sterben denn die? Ich wäre da schon wieder gestorben, das weiß ich. Ich bin relativ nicht alleine hier, denke ich mal. Ach, guck mal, hier ist noch ein Dachboden. Wo ist das denn? Ah, Medikits. Naja, kann man nie genug von haben. Ah, der wird jetzt weg sein, ne? Da ist der Feuersturm. In Deutsch und Englisch, Feuersturm. Aber Battle Royale ist tatsächlich ja auch, ab und zu mal muss man campen. Ist einfach so. So, ich muss ein bisschen mit der Munition aufpassen, weil ich ständig die falsche mitnehme. Ach, nicht. Die Forschung schließt sich. Wir sind wahrscheinlich äußerst weit weg davon. Ich bin schon wieder so nervös. Hab die Waffe nicht hier gefunden? Dann müsste doch die Munition dafür sein. Okay. Das ist ja schon eine epische Waffe. Ist ja da im Haus gewesen, ne? Der wird wahrscheinlich andersrum gehen. Ich verpiesel mich mal. Für längere Distanzen ist sie wahrscheinlich geeigneter. Ich weiß nicht, wie weit muss ich latschen? Nö, nicht weit, Gott sei Dank. Da habe ich aber echt immer Glück bis jetzt gehabt. So. Ich finde, dass wir so viel HP haben, ist echt hart. Man muss ihn ja so oft treffen, damit er stirbt. Mir wird kalt. So, ich habe keinerlei Panzerung gesammelt, das ist nicht gut. Das heißt, ich bin sofort verletzbar. Okay. Da findest du auch hier Pistolen, da kannst du sogar diese V1-Rakete anfordern. Aber das ist ja relativ schwer damit was zu killen.
Gehe ich mal schwer von aus, dass das nicht viel Sinn macht. So, hier haben wir schon mal einen schönen Spot. Schön Panzer. Mittlere Panzerung bereits Ausrüstung wechseln. Was habe ich denn an? Nö. Signalpistole, das ist es, das ist es. Aber das ist normale Signalpistole, die wirklich geil ist. Alter, hat der mich erschrocken. Campt der hier rum, ey. Puh. Volle Gesundheit. Klasse gemacht. Was bist du? K98, geiles Gewehr. So, das hat jetzt keine Munition. Pistole könnte ich mir geben, was ich gar nicht brauche, glaube ich, ne? Meine Panzerplatte, ich bleib mal kurz ganz entspannt, bereits ausgerüstet. Und check das nochmal mit dem Treibstoff. Das hat ja jetzt keine Moon, das ist ja völliger Blödsinn, dass ich da mit einer Waffe ohne Munition rumlaufe. Ich komme noch nicht klar, wie ich die wechsle. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Dann muss sie immer wieder neu laden. Okay, ich habe schon 2 Kills, immerhin. Mehr Loot. Oh, hier ist schon einer gestorben. Mann, der klettert hier nicht hoch. Bereits ausgerüstet. Liegt sogar noch hier. Ich komme nicht an den Gewehr. Ach, das sind Schrotflinte, verdammt. So. Boah, Panzerung. Ich komme noch nicht klar, ihr merkt das schon. Wie mache ich das denn jetzt? Kacke. Das ist die ganz normale Signalpistole. Achso, ich muss die auf die Slots legen. Gut. Wechseln. Mach ich durch da drauf. Wechseln. Schon wieder ein Spieler. Der ist nur vorbeigeflitzt, ne? Dass sie mich gesehen hat. So, Mann, ich will das mit der Panzerung hinkriegen jetzt. Wechseln. Ah, gut. Auf die 3 ist es jetzt. Oh, ich hab einen Leck. Scheiße. Spieler ist vorbeigerannt. Ich bin so hyper nervös, ja. Könnt mir. Nochmal. Was ist das dämlich? Eine Panzerung reinpieksen. Wurde die schon kaputt? So, 2 Kills. Ich versuche ganz entspannt zu bleiben. Ihr merkt das vielleicht. Ist gar nicht so einfach. Feuer schon mehr. Ist das Obern? Oh, guck mal, der Ober, deiner was? Aua. Triffst gar nichts. Keine Ahnung, Mann, Alter. Was ist doch unfair? Die Panzerfaust, mehrere Treffer und der trifft mich 2-mal und ich sterb, ey. Mann! Da bin ich immer 21. geworden. So.
Da habe ich extra Panzerung reingemacht. Die muss er ja mit einem Schuss weggemacht haben. So, erneut spielen. Noch eine Runde. Boah, bin ich immer aufgedreht danach, ey. So. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir es mehr Glück. Jetzt wollte ich ja taktikmäßig weit wegfliegen. Ich habe jetzt zweimal versucht, so ein bisschen Rambazamba zu machen. Hat auch geklappt, tatsächlich. ...64 Spieler, also keine 100. Das ist eine reine Übungssache, ne? Ja, Waffe gefunden. Zweimal dieselbe. So, gut, ja, ist ja egal. Das Dunkelballer immer hier, ne? So. Timmy verzweifelt in solche Spiele einfach. Ich weiß nicht warum. Warum die Gegner so gut schießen können, alle. Das ist so heftig. Ich will raus hier. Lass mich raus. Vor allem waren wir ja gerade gut. Wir haben eine Panzerfaust in den reingeschossen. Wir haben. Aber der hat sich wahrscheinlich auch geheilt in der Zwischenzeit. Das hätte ich ja auch machen sollen. Der Feind euch entgegensetzt. So. Oh, ich bin die ganze Zeit. Nein, ich glaube, die alle ballern, Alter. Ich weiß nicht, ich glaube, das Nervöse ist so das Hauptproblem, was ich habe. Das Nervöse ist so das Hauptproblem, was ich habe. Und taktisch gesehen, ja, mehr heilen, ne, würde ich sagen. So, wir fliegen jetzt mal durch. 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 32, springen alle raus. Ich werde aber nicht der Einzige sein, der so denkt, denke ich. Ich denke, dass ich so denke, okay. Und eine größere Scheiß-Drauf-Einstellung, weil man kann ja immer wieder eine neue Runde machen. Ist ja auch kein Problem. Aber lange fliegen, ne? Am Ende wirst du eh rausgeworfen, denke ich. Na, guck mal. 8, 7, 6. So, jetzt springe ich. Boah, mit noch einen. Hoffentlich springt der in eine andere Richtung. Ich werde sowieso mit 12 Mann wieder an einer Stelle hocken. Oh, das sieht interessant aus. Genau, ich gehe jetzt mit einer scheiß Draufeinstellung rein. Also, wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Geil wäre erstmal so ein Sniper oder sowas. Ich würde ganz feige rumspielen. Ganz feige. Oh, sah aber größer aus. Da im Dorf ist einer. Das ist mal schöne Sache, ne? Panzerplatte. Die habe ich jetzt auf 4. Direkt reinschmeißen. Leck. Was für ein, Alter. Ganz schön viele Knapping-Bungen-Sachen hier, ne? Was ist das für ein Ding hier? Generatoren? Scharfschützengewehr. Patron für ein Scharfschützengewehr. Revolver. Was bist du? Also ich tausche die aus. So, Feuersturmschein mittendrin zu sein. Geil.
Bin aber nicht alleine, so viel steht fest. Naja, hat Tommy geguckt, der hat das auch gestreamt. Der schießt da zweimal jemanden im Kopf und weg war er. So easy peasy, ganz gemütlich einfach. Ne? Und unser eins hier, der quält sich wie die Hölle. Bereits ausgerüstet, kann ich mal die Munition dafür nehmen. Ja, auf Türme gehen. Taktisch immer eine ganz kluge Entscheidung. Was ist das denn? Das ist ein Thompson Maschinengewehr, aber ich finde das jetzt besser. Das, wo der hingegangen ist, der andere. Ja, weg vom Turm. Das ist ein Bunker doch immer ganz angenehm, ne? Oh. Komm. Nein. Oh, ich hab die... Das ist doch kacke. Alter, was hat der denn schon wieder ausgehalten? Der ist ohne Witz. Was hat der wieder ausgehalten? Den Mann habe ich hier nur Fluch geschlagen, aber das ist nicht das Ziel von Battle Royale. Was ist das denn? Verdrücken. Der Windgeräusch, wenn er. Ich laufe zickzack. Oh. Das ist Nervosität, ey. Mann. Ziele erobern, das ralle ich auch nicht. So, Muni habe ich gut, Muni habe ich gut. Habt ihr gesehen, wie nervös ich gezielt habe gerade? Das ist so mein Problem. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin. Das ist sinnlose Scheiß dabei. Also die Coolness bewahren. Oh, hat jetzt einer was erobert? Ich verstehe das Erobern einfach nicht. Versorgungspunkt A wird angegriffen. Soll er doch. Meinetwegen. Ich brauche bessere Waffen. Ich will mal einen Sniper haben, Mann. Ich schwöre, ich pimmel nur rum als Sniper. Da ist einer gehüpft, habe ich gesehen. Sah jedenfalls so aus.
Unfassbar, ne? Ist das so doof? Kommt nochmal. So, ich sag da nichts zu. So, ich brauch wieder HP, ich brauch schon wieder Rüstung. Alter Schwede. Drei. Ich brauch gar keine Panzerung. Aber was wechselt ihr denn dann aus? Oh, ich muss gleich in den Sturm wieder. Also aus dem Sturm raus. Den haben wir gekillt, der hat ja Loot, ne? Darf man auch nicht vergessen. Die Flak darf man auch benutzen, ne? Krass. Auch den das Fahrzeug. So was Feines gehabt. Puh, soll ich die austauschen? Nein, damit habe ich jetzt so schön geübt. So, wie weit muss ich? Ach, ein Eckchen nur. Boop, 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 boop. Battle Royale. Oh, diese furchtbare Pistole, die wir vorhin hatten. Damit machst du doch keine Kills, ey. Kannst du erzählen, was du willst. Hier ist gleich alles Schutt und Asche. 22 Leben noch. Ja, die nach hinten Abspringtaktik ist gar nicht so übel. Ich muss nur besser zielen. Ich habe eine gute Rohkappenmaus. Macht das schon ganz exzellent. Versuche einfach irgendwas zu sehen. Ah, ist jetzt ein Gestrüpp hier. Hoffentlich fährt der unten rum. Hier ist das ganze Gras. Also der ist unten drin. Beine gesehen, das reicht, oder? Das ist im Haus. Wir können. Scheiße, was mach ich denn da? Mit 16 am Leben. Na ja, haut ab. Davor. Was fährt er denn? Geht nicht. Boah, ich muss Schienen wieder anlegen. Ich hab den nicht getroffen, ne? Eigentlich komisch. Ich glaube, ich habe nämlich gegen einen unsichtbaren Stein geschossen. So, drei Panzerung. Ich werde mich jetzt hier nicht opfern. Leben denn noch? 12. Oh, Top 10 wäre mal wieder was. Bin ja schon zufrieden, wenn ich erstmal in der Top 10 lande. Einen Kill haben wir ja sogar schon. So, wir müssen uns auch weiter wegbewegen, ne? Ich sehe das gerade. Ganz verpeilt.
Also sind Spieler da. Ich hab's ja nicht an mir vorbeigehen sehen. Okay. Panzerung, wie schlecht. Es gibt ja mehr Panzerung. Aber ich habe das Ausrüstungsteil dafür nicht gefunden. Ich direkt über die Kuppe laufen. Das ist vielleicht nicht so intelligent. Ich dachte, da wäre einer. Ich bin schon erschrocken. Jetzt schwarze Fleck. So, ich bin drin in der guten Stube. Verharre erstmal. Munition ist gut. Munition haben wir. Boah. Immerhin, ne? Ein bisschen geärgert. Da krabbelt einer. Rot. Eiskalt. Puh. Munition dafür. Und noch ein paar Granätchen. Ich weiß nicht, wie gut der mich hier sieht. Das ist das Problem. Oh. Ne, ey, das ist doch so sau unfair. So sau unfair. Ey, boah, jetzt habe ich richtig gut geschossen sogar. Mann. Sechster, ey, geil. Freue mich trotzdem. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Verdammte Axt.